Ja doch. Schauen wir mal, was da wartet. Weil das ist ja so eigentlich die letzte Tür hier von dem Trakt. Ich witter ja immer noch Gefahr, Freunde. Was haben wir denn? Ich mach mal zu, ne? Nö, sieht relativ harmlos aus. Noch? Was kann man hier so machen, Tolles? Hier mache ich Dampf. Kerze anmachen. Was geht hier? Hä? Diese Löcher in der Wand. Ja. Hä? Was will mir dieser Raum sagen? Ne? Da oben? Ich wette, das muss ich drehen. Was ist denn jetzt eigentlich genau exakt nochmal mein Ziel? Die Maschine reparieren, die die Ostbrücke antreibt. Ja, Freunde. Wie repariere ich die Maschine? Ich habe keine Ahnung. Ach! Vielleicht, wenn man das so vergleicht. Ja, mir geht Licht auf. Guck mal. Vielleicht muss ich so eine Rohre finden und die in die Wand da einfügen. Ja. Schauen wir mal. Ob wir sowas finden. Nicht wahr? Ich frage mich nur, ob man das hier findet oder ganz woanders. Ich meine, da gab es ja, glaube ich, auch noch andere Optionen, wo man hingehen kann. Wie viel Öl habe ich eigentlich noch? Ja gut, ich brauche jetzt nicht sonderlich sparsam sein. Ich kann ja mal auffüllen, dass ich in Notsituationen dann nicht das ganz schnell machen muss. Oh, da liegt was. Ja, das ist doch so ein Rohr, denke ich mal. Ups. Boah, damit kann man bestimmt auch gut einem Zombie eins überbraten, Freunde. Ups. Achso, kann man gucken. Ja, so wie das. Ups. Nee, da dran. Achso, dann macht das von selber. Dann ist es aber anders als bei der Wand. Naja. So, war in dem Raum noch so ein Ding? Vielleicht liegen hier zwei rum. Nee. Ah, Moment, habe ich nicht. Nee, ich habe kein. Keine Ahnung. Vielleicht hier in den Ecken irgendwie. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Deswegen gucke ich lieber überall nochmal ganz genau. Das wäre ja bitter. Okay. Also hier nicht. Jetzt diese Kurbeldingens. Ich weiß ja nicht, warum sie hier eine andere Tür hingemacht haben. Hier rum denn? Ach so. Nur irgendwo was in der Art. Nee, auch nicht. In den Nebenräumen vielleicht. Was waren hier nochmal? Ich weiß gar nicht. Ach ja, diese Ventile. Ah ne, diese Gewichte. Ah doch, oh. Ah, jetzt weiß ich auch, warum sie diese doofe Drehtür gemacht haben. Damit es hier ein bisschen schwieriger wird, wa? Ja, aber nicht mit mir. Ups. Hui. Das ist aber sehr ähnlich als wie das Ding, das Rohr, was ich davor hatte. Ach, wahrscheinlich gibt es auch nur so welche. Und dann hier noch rechts eins und dann noch quer eins in der Mitte. Ja, mal schauen. Mal schauen. Zwei brauche ich noch. Nee, direkt wieder hoch. So. Noch hier. Ja. Ich habe jetzt in. Oh. Damit müsste man mal ausprobieren, ob man damit die Tür blockieren kann. Jetzt habe ich in jedem Raum ein Rohr passend gefunden, außer im einen. Da muss ja eigentlich in dem noch irgendwo eins versteckt liegen. So, eins noch. Hier im rechten, glaube ich. Da hatte ich noch keins gefunden.
Oder im linken, weiß ich jetzt nicht mehr. Ein von diesen beiden Räumen. Muss es noch irgendwo eins geben. Aber das ist schon mal ein bisschen schwerer, also das Rätsel. Ne? Also, wie man darauf kommt, ne, in diesem Raum da. Ich habe da erst kurz gebraucht, habt ihr ja gemerkt. Länger als sonst, sage ich mal so. Ja, ich bin so ein alter Zelda-Suchti, da ist man ja ewig mit Rätsel konfrontiert. Oh Gott, ich krieg's Wort nicht auf die Reihe. Konfrontiert. Mir fällt das Wort nicht ein. Wie spricht man es aus? Konfrontiert, oder? Oh mein Gott. Darüber muss ich jetzt erstmal nachsinnen. Während ich hier das Wort, das Wort suche und das Rohr. Ich bin konfrontiert. Ohne Scheiß. Was geht denn jetzt? Nee, das google ich jetzt kurz. Einen Moment. Also, es heißt konfrontiert. So, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Kommt von Konfrontation. So. Jetzt können wir weitermachen. Wir suchen noch ein Rohr. Achso, hier vielleicht könnte auch noch irgendwo eins rumliegen. Wenn nicht, vielleicht, dann gucke ich nochmal ganz draußen in dieser großen Halle. Aber eigentlich, das ist echt komisch. Ich habe in jedem Raum ein Rohr gefunden. Außer in dem einen hier, einen von den beiden. Weiß ich nicht genau welcher. Ich guck mal draußen. Vielleicht lag da ja was. Keine Ahnung. Ups. Zur Zisterne. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichneten sich immer wieder Formen und Konturen ab. Es zeichneten sich Weder. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, ist natürlich. Nee, ich sehe nichts. Nichts. Oder? Ich gehe mal runter. Vielleicht habt ihr es auch schon längst gesehen. Ich bin dran vorbeigelaufen. Das ist immer am tollsten, ne, Freunde? Hier ist Schutt. Alter, ohne Spaß, ne? Willi Werke wäre hier so aufgeblüht. So viel Schrott zum Auto bauen. Toll sowas. Ach, das ist aber auch mal ganz anders und toll und schön, hier mal Amnesia ganz ohne Angst zu spielen. Obwohl, ich wittere die ganze Zeit schon Gefahr. Oh, der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Ah ja! Was wollen uns diese Worte sagen? Moment, in den beiden Räumen. Ich durchforste jetzt hier alles. Alles. Auf den Zentimeter. Ich gehe einfach die Wände ab. Oh, ist noch eine Zunderbüchse. Wie viel habe ich eigentlich? 42, Freunde. Ich glaube, ich habe im ganzen Let's Play hier vielleicht eine Zunderbüchse benutzt. Mir entfallen heute echt die Wörter. Das ist Katastrophe. Was ich euch hier antue. Ist nix. Nix. Ululul. Diese Tür ist mir auch ein Rätsel. Kurbelzelle. Langsam habe ich es drauf hier. Geht das sackisch. Ganz sackisch. So. So, also die Wände abgehen. Vielleicht auch direkt hier drunter. Ich meine, ich habe immer drunter gelugt. Nee. Da kommen wir gleich durch. Nichts. Das gibt's doch ja nicht. Da hängt eine Lampe, die könnte ich anmachen. Cool, toll. Boah. Ich hab schon wieder Frame-Einbruch hier. Was ist da los? Boah, ey, da muss ich nochmal gucken, wie ich das behebe. Das ist seit der letzten Folge, das ist ja total blöd. Das ist nicht akzeptabel. So. Na,
Alter, hier ist saublut, oder? Naja, wie gesagt, nicht Wittergefahr. Immer wachsam, würde mit einem Moody sagen. Nee, hier ist einfach keins. Das ist doch bescheuert. Wenn ihr es gesehen habt, bitte schreibt es in die Kommentare, falls ich bis zum Ende dieser Folge es noch nicht gefunden habe. Also bis dato eine unglaublich spannende Folge. Ach ne, da geht's zurück. Und ich verbrauche so viel Öl eigentlich, voll unnötig. Voll unnötig. Vielleicht liegt hier drin ja eins, das wär's ja. Ein Rohr fehlt. Ja, so quer halt in der Mitte. Das ist ja, es ist ja bescheuert. Kann man hier eins abreißen und bei der anderen Dingens hinmachen? Ups, jetzt habe ich die Tür zugeschmissen. Das ist echt sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also die Räume hier habe ich echt jetzt durchforstet. Ups. Ah! Ja, vielleicht ist es natürlich in diesem... Wie hieß denn das? Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ich meine, ich hatte ja zwei Optionen, wo ich hingehe. Einmal hier Steuerraum und das andere. Der Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugel zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sich dessen allerdings noch nicht bewusst. Also weiterhin, wir erfahren von einer Lösung des Problems. Allerdings so, hier konnte man irgendwie noch lang. Zisterne. Ja. Schauen wir mal. Obwohl. Nö, da mache ich hier einen Schnitt. Also bis dato eine unglaublich spannende Folge. Auf der Suche nenne ich sie, glaube ich. Egal. Okay, hauen Sie rein. Bis denne.